Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 19. August 2023? Hallo Leute, das ist der Mario mit den aktuellen News und Infos aus Thailand. Wir starten mit einer Frage. Und zwar haben einige Zuschauer das Gefühl, dass die Situation in Thailand zurzeit nicht gut sei. Grund ist halt auch, dass vielerorts, teilweise auch bei mir, ich bin da auch ein bisschen mitschuldig, denn auch so ein News-Blog oder ein News-Channel, Vlog, wie auch immer, der beinhaltet natürlich auch negative Meldungen. Also es ist ja nicht so, dass wenn man hier einschaltet, immer nur alles gut ist in Thailand. Aber ich muss grundsätzlich auch sagen, es gibt keinen Grund zum Anlass, dass das Leben in Thailand aktuell für einen Ausländer, für einen Expat oder jemand, der auswandert, nicht gut sein soll. Oh, das war gerade noch so eine Tigermücke. Und von dem her, macht euch da keine Gedanken. Also nur weil es ab und zu mal in einem Video eine Meldung gibt, dass es vielleicht an dem Ort mal zu einem Vorfall kam oder auch heute im Video, gibt es noch eine Meldung aus Südthailand. In Narathiwat kam es auch wieder zu einem Anschlag, wo ein Ranger getötet wurde. Und das gibt halt in Thailand auch gewisse Regionen, wo es ein bisschen Spannungen gibt. Aber grundsätzlich muss ich einfach sagen, ich bin jetzt seit 12 Jahren in Thailand. Thailand ist für mich nach wie vor die Destination auf der Welt, wo ich leben möchte, wo ich mich extrem wohlfühle. Und Thailand ist für mich immer noch die Nummer 1 der Länder zum Auswandern. Und an dem wird sich auch so schnell nichts ändern. Also da müsste so viel in die Brüche gehen, die kommenden Jahre, dass sich das ändert. Also auch hier verliert da irgendwie nicht den Mut oder die Hoffnung, wenn ihr Pläne habt für Thailand. Ich weiß, es ist teilweise ein bisschen nervig, auch mit den ganzen Änderungen. Jetzt hatten wir ja gerade da eine Änderung, die kommt mit Elitevisum. Keiner weiß, was sonst noch kommt. Aber sonst im Großen und Ganzen ist da noch alles beim Alten. Ja, und das zeigen auch diese Meldungen. Thailand ist groß und es gibt so viele unterschiedliche Situationen in den verschiedenen Regionen. Denn Nakhon Ratchasima meldet nach wie vor eine heftige Dürre und die Bauern dort leiden. Also die haben auch massive Ernteausfälle. Aber nicht allzu weit entfernt gibt es eine Meldung, und zwar aus der Provinz Nakhon Phanom. Die haben dort eine riesige Flutkatastrophe, also größere Teile dieser Provinz sind geflutet, sind überschwemmt. Und da gibt es jetzt auch eine Flutkatastrophenwarnung. Man soll in den kommenden Tagen dieses Gebiet, wenn möglich, meiden oder sich halt auch erkunden, wenn man dorthin reist, welche Straßen oder Autobahnen man dort nutzen kann. Dann gibt es wahrscheinlich bald eine neue Koalitionsregierung. Ich habe ja darüber berichtet in den letzten Videos. Die Move Forward Partei ist mehr oder weniger raus. Die werden ziemlich sicher in die Opposition gehen. Und jetzt übernimmt die Pue Thai Partei. Und ja, man kann eigentlich kaum glauben, mit wem dass sie jetzt eine Koalitionsregierung eingehen. Nämlich mit der United Thai Nation Party, kurz UTN. Und das ist übrigens die Partei, die den aktuellen Premierminister Mr. Prayut stellt. Mr. Prayut hat zwar angekündigt, dass er nach den Wahlen bzw. sobald eine neue Koalitionsregierung gegründet wurde, zurücktreten möchte, also er will eigentlich weg von der Politik, aber das hat er bekannt gegeben, als noch die Move Forward Partei mit der Pue Thai eine Koalitionsregierung gebildet hat. Jetzt ist halt die große Frage, wird sich das ändern? Besteht die Möglichkeit, dass eben Mr. Prayut, also der aktuelle Premierminister, doch nicht geht und vielleicht, falls die Möglichkeit dann auch besteht für ihn, Premierminister zu bleiben, dass er dann bleibt. Aber das sind nach wie vor Spekulationen. Aktuell geht man davon aus, dass er das macht, was er angekündigt hat, dass er sich aus der Politik zurückzieht und eventuell halt dann die Pue Thai jetzt einen Premierminister stellt. Aber auch da benötigen sie schlussendlich den Support von mehreren Parteien. Erfreuliche News kommen aus dem Bereich Personenverkehr, und zwar bei der Eisenbahn. Da wird ja ausgebaut, und zwar ist man in der Vergangenheit eher eingleisig unterwegs gewesen,
Und jetzt viele Strecken werden auf zwei Gleisen ausgebaut, dass dann eben auch mehr Züge verkehren können. Und das hat auch einen positiven Effekt auf die Transportgeschwindigkeit. Während aktuell die Züge mit ca. 50 km pro Stunde unterwegs sind, werden sie dann neu mit 120 km/h unterwegs sein. Also man kann hier mit einer massiven Verkürzung dann der Reisezeit rechnen. Und wie auch schon in anderen Videos erwähnt, wird ja auch ausgebaut im Bereich Schnellzüge. Oftmals nach wie vor aus dem Ausland investiert, vor allem aus Japan, teilweise auch aus China. Und ja, ich schätze mal, das wird sicherlich noch um die 5 bis 10 Jahre dauern, bis hier das Schienennetz ausgebaut ist und dann auch genutzt werden kann. Also so, dass es auch Sinn macht. Also es ist noch ein langer Zeitraum. Aber danach kann man dann sicherlich auch gut innerhalb von Thailand mit dem Zug reisen. Was mich dann auch noch interessiert, ist, wie hoch die neuen Billettpreise sein werden. Aktuell gibt es noch keine Ankündigung auf Preiserhöhungen, aber ja, es ist davon auszugehen, wenn dann die ganzen Elektroloks kommen, auf die sie ja jetzt auch umstellen wollen, dass dann allenfalls da auch die Zugtickets etwas teurer werden. Aber sie haben auch schon angekündigt, dass es dann vielleicht auch Waggons gibt, also die Holzklasse, was sehr günstig sein wird, bis hoch zu einer VIP-Klasse. Da habe ich ja mal in einem der letzten Videos vor etwa 2 Wochen gesagt, wie die ausschauen sollen, also absolut Hightech, wirklich Luxus wie im Flugzeug, wenn man mit einem Flugzeug von Singapore Airlines oder wie auch immer fliegt in der Business Class, also auch das soll kommen. Also das könnte noch interessant sein, was da die nächsten Jahre im Schienenverkehr gemacht wird. Dann noch eine heftige Meldung aus dem Isan, und zwar wurde dort ein Haus von einem älteren Herrn von einem Wespenschwarm angegriffen. Diese Meldung gab es schon mal, also eine ähnliche Meldung aus Chiang Mai, und das ist ja auch ein Problem, was ich hier bei mir habe. Ich habe da auch schon darüber berichtet. Es gibt hier eine extrem aggressive Wespenart, die finde ich auch übelst schmerzhaft. Und ich denke, Personen, die darauf allergisch reagieren, die könnten ein großes Problem haben. Und ja, dieses Haus von diesem Mann wurde dort offensichtlich von einem Wespenschwarm angegriffen, so à la Hitchcock-Movie. Und ja, der Mann ist dann auch an dem Angriff verstorben. Also unterschätzt das auch nicht. Ist auch was, damit hätte man eigentlich nie gerechnet. Aber auch seit ich hier ja, meinen Dschungelgarten habe und halt auch immer mehr von diesen Wespen sich hier ansiedeln, die werde ich zwar auch stark bekämpfen, ist klar, wenn ich irgendwo so ein Nest sehe, weil die sind gefährlich. Aber ihr seht, auch das geschieht in Thailand. Und vor allem, wenn man unterwegs ist in der Natur und so, man sieht größere Wespenschwärme irgendwo an einem Baum, dann sollte man die auch in Ruhe lassen. Die zuständige Behörde der thailändischen Regierung konnte noch verhindern, dass der Preis beim Reis um 3 Baht pro Kilo ansteigt, weil die Reisverpacker da dringend eine Preiserhöhung möchten. Jetzt konnte man das noch ein bisschen herauszögern, weil aktuell ist ja Thailand oder beziehungsweise die Bevölkerung schon massiv belastet mit Preiserhöhungen. Und wenn es dann auch noch beim Reis um 3 Baht pro Kilo weiter hochgeht, das sind schon viel, dann trifft es natürlich auch hier wieder die armen Leute. Und ich denke, die Preiserhöhung wird kommen, man kann es jetzt vielleicht etwas herauszögern, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Die thailändische Zollbehörde meldet noch, dass sie am Donnerstag ein K9-Trainingscenter eröffnet haben. Das ist ein Ausbildungszentrum für Spürhunde, Schnüffler, die dann wahrscheinlich am Flughafen unterwegs sein werden, um dort die Gepäcke zu kontrollieren. Bis dato gibt es ja bereits Spürhunde am Flughafen. In Bangkok habe ich schon welche gesehen. Ich weiß nicht, ob die einfach in der Vergangenheit so gekauft wurden, und offensichtlich werden die jetzt in Thailand selbst ausgebildet. Thailand bzw. die zuständigen Strafverfolgungsbehörden haben ja auch bekannt gegeben in der Vergangenheit, dass sie vermehrt auch bei den Flughäfen kontrollieren wollen. Und ich habe ja auch in den letzten Videos erwähnt, dass Thailand mittlerweile ein Riesenproblem hat, was die Einfuhr von Betäubungsmitteln betrifft. Und es kann natürlich auch sein, dass man jetzt auch hier im Bereich
Betäubungsmittel, Spürhunde ein bisschen selber ausbilden möchte, damit ja halt mehr kontrolliert werden kann. Dann gibt es eine Meldung aus Pattaya, dass dort zwei Ausländer eine Tankstelle überfallen haben, also einen bewaffneten Überfall. Sie haben die Nationalitäten noch nicht bekannt gegeben, weil die Ermittlungen noch laufen. Einer konnte gefasst werden, ein Täter soll sich angeblich Toni nennen und der zweite ist noch auf der Flucht. Dann meldet Vietnam noch, dass sie das E-Visa-System anpassen werden. Und ich kenne mich jetzt mit dem E-Visa-System von Vietnam nicht besonders gut aus, aber so wie ich gelesen habe, soll jetzt es möglich sein, an 52 Grenzübergängen oder halt möglichen Orten in Vietnam bei Einreise ein E-Visa zu beantragen. Und es soll auch möglich sein in Zukunft mit diesem 90-Tage-Visum ein- und ausreisen zu können, so oft wie man möchte. Also es ist eine Art Multiple Entry 90 Tage E-Visum. Vietnam hat zwar bis dato ja schon das E-Visum. Ich denke, die Anpassung ist einfach die, dass es neue Multiple Entry sein wird, dass man rein und raus kann. Und dass halt jetzt sämtliche Grenzübergänge, also mit 52, das werden wahrscheinlich ziemlich alle sein, die es gibt, dass dort sämtliche Grenzübergänge in Zukunft die Möglichkeit besteht, so ein E-Visum zu beantragen. Also man muss sich das so vorstellen, in Asien ist es ja oft so, dass die Backpacker, wenn du jetzt Thailand verlässt und du gehst jetzt Nachbarland Kambodscha, dann kannst du auch dort an der Grenze ein Visum bekommen. Also du musst nicht vorgängig noch irgendwie zur Botschaft oder zum Konsulat ein Visum beantragen und dann nach Kambodscha, sondern oftmals werden Visa schon an der Grenze ausgestellt, um das Ganze etwas zu vereinfachen oder eben halt auch die E-Visa-Möglichkeit. Und das zeigt sich jetzt halt auch in Südostasien, immer mehr Länder, eben auch Thailand, haben ja E-Visa eingeführt und das macht es dann halt auch in Zukunft hoffentlich einfacher, wenn das ganze System noch so gestaltet wird, dass auch jeder es einfach und logisch bedienen kann. Noch ein kleiner Hinweis, habe ich noch vergessen, dass auf meinem zweiten Kanal Mario in Thailand auf YouTube mache ich ab und zu jetzt ein paar Versicherungsvideos, also Krankenversicherungen, wo ich mir anschaue, was es so für Krankenversicherungen in Thailand gibt, ob die gut sind, wie die Abdeckungen sind etc. Einige von euch haben ja danach gefragt und könnt gerne dort mal reinschauen, wenn ihr noch auf der Suche nach einer Krankenversicherung seid und vielleicht noch ein paar Tipps und Infos benötigt. So, jetzt sind wir aber am Ende. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Thailand.